Kann ich hier auch wo auftauchen? Oh, was war das? Ah, ja. Kann ich hier? Moment. Nee, geht nicht. Ah ja, da bräuchte ich... Ach, hey. Wo sollte hier eine große Bücherei sein? Gut, da bräuchte ich jetzt den ewig langen Haken. Ah, hier ist eine Bücherei. Die geht aber nicht auf. Nein. Doof. Moment, ich gucke hier ganz, ganz schnell in die Vergangenheit. Und ich grab hier mal schnell um, weil ich piepse schon wieder wie üblich. Herzchen. Ja, egal. Spiel mir das Lied der Vergangenheit. Wahrscheinlich muss ich hier eh sogar hin. Oder auch nicht, weiß man nicht. Ja, sieht er schon. Ach ja, die sind auch auseinandergerutscht. Okay, verstehe. Gut, und hier könnte ich theoretisch öffnen. Aber wir gucken uns erstmal hier unten um. Kann ich hier zurück? Nee, wartet mal. Nur nichts überstürzen. Hier immer ruhig. Autsch. Mit den jungen Pferden. Jetzt machen wir zuerst das mal. Ich glaube, die andere Geschichte, nee, die wäre gar nicht gegangen, weil ich glaube nicht, dass der Haken aus dem Bildschirm raus kann. Was bist denn du für einer? Bitte höre mich an, Abenteurer. Du magst es kaum glauben, doch ich bin die Feenkönigin, die Beschützerin der See. Der Fluch einer bösen Person namens Veran hat aus mir gemacht, was du nun siehst. Die Zauberkraft des Feenstaubs kann mir meine Ursprungsgestalt zurückgeben. Veran hat die See vergiftet. Schon bald ist alles Lebendige darin den Untergang geweiht. Bitte mach dich auf die Suche nach dem Feenstaub. Ist okay. Merke ich mir sowieso nicht. Na toll, und ich wollte mich hier heilen. So. Wir gehen hier in die Gegenwart. Ja, zumindest irgendwas funktioniert ja noch, wie es soll. Sehr schön. Ja, und hier ist gar nichts. Okay. Danke für nichts. Also zumindest können wir hier wieder reinspringen und untertauchen. Und wir schwimmen zurück. Also die Bibliothek hat uns jetzt nur Kummer und Leid beschert. Gehen wir eben wieder zu den Zoras. Und gucken mal in den Palast rein. Ach, wir sind ohne Kiste. Sehr sympathisch. Die räumen wir natürlich gleich aus. Wow, 200 Rubine. Sehr cool. Eine 200 Rubin-Münze habe ich auch noch nie gesehen. In so ein Zelda-Spiel, ein Gameboy-Zelda-Spiel. Einst war dies der Thronpalast unseres Herrschers, König Zora. Doch dann erkrankte der König schwer. Seit dieser Zeit leben wir ohne einen König. Zu seinen Lebzeiten hütete der König den Schlüssel zur Bücherei der Brillinsel. Doch nun ist er unauffindbar. Wer der Schlüssel oder der König? Ja, das Übliche, ne? Oh, der Palast ist ja wirklich leer. Okay. Das bedeutet dann wohl oder übel, dass wir nochmal schnell nach links in den Yabu Yabu gucken. Jetzt weiß ich gar nicht, was war vorher da. Ja, Ocarina of Time war vorher da. Ja, doch, schon. Klar. Oh, hallo. Okay. Der mag nicht. Flüpp. Nee. Nee, der mag nicht. Der schnuppert nur an mir. Ja, dann werden wir doch wohl oder übel in die Vergangenheit reisen müssen. Aber das machen wir auch wieder hier vom Ausgangspunkt quasi. Einfach, um hier nicht alles zu verpassen. So. Diese Zeitreisespielereien, das finde ich richtig cool. Richtig schön gemacht alles, ja. Kann man schon so sagen. So, sieht hier alles gleich aus? Nee, die Büsche sind anders angeordnet. Zerstören. Sofort zerstören. Oh, ein Gascherkernnest. Ja, kann man... Also, ein Gascherkernnest ist übrigens auch cool, ne? Eigentlich ein Beet und kein Nest, aber naja. Sturmkerne. Gut, aber das sieht auch gleich aus. Nee, hier ist leider keine Höhle, oder? Nee. Schade eigentlich. Und
hier sind die Wälder. Boah, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell hin. Vermute ich mal. Naja, gut. Also nach unten. Und wir gucken uns Zoras Reich in der Vergangenheit an. Hallo. Es kommt selten vor, dass uns mehr Jungfrauen besuchen. Dieses Zora-Dorf. Okay. Ja, das liegt auch daran, weil euer Dorf so abgeschieden ist. Da kann man nicht einfach so schnell hin. Ja, das sieht auch gleich aus. Oder ähnlich aus hier, das Hütchen. Jetzt habe ich es vorhin so gelobt, weil sie so schön Level designen. Nee, ist doch nicht so. Hab gelogen, haha. Naja. So, nach oben. Guck mal da rein. Hey du! Eine große Bücherei liegt östlich von Zoras Palast. Das sagt dein Nachfahre in 400 Jahre auch. Das ist dir hoffentlich klar, oder? Das finde ich dann immer etwas schade. Es ist ungefähr so wie im Schwarzen Turm. Da haben die Leute auch alle dasselbe gesagt. Das finde ich nicht gut. Glaub ja nicht, wir edlen Zoras des See sein, so wie diese gewöhnlichen Fluss Zoras. Oh, die kommen sich besser vorher, oder wie darf man das verstehen? So, Yabu Yabu ist ja auch. Yabu Yabu, hallo. Die See ist so dreckig. Man kann nicht mehr in Ruhe schwimmen. Ja, das liegt aber nicht an mir. Ach, wie süß. Blub, blub. Okay, also hier ist der kleine Yabu Yabu. Und der wird hier so hergefüttert, dass er dann in der Höhle drin steckt und nicht mehr raus kann. Verstehst du? Diese Zoras, das sind richtige Tierquäler. Sollte normalerweise hier so beim Tierqualamt Tierqualamt? Gibt's was? Ich weiß nicht. Sollte angezeigt werden, verstehst? König Zoras Palast liegt oberhalb von hier. Gib Acht, nicht so unhöflich zu werden. Natürlich nicht. Ja, König Zora sollte ja hier noch existieren. Die Treppe führt zum Thronsaal. Der König ist sehr krank. Wenn du ihn unbedingt sehen musst, dann mach es bitte kurz. Ja, ich brauche seinen Schlüssel zur Bibliothek. Unser Herrscher König Zora wurde plötzlich krank. Wir haben alles versucht, aber sein Zustand verbessert sich einfach nicht. Da ist auch noch einer. König Zora hat keinen Thronfolger. Wenn die Krankheit voranschreitet und er dahinscheidet, verlieren wir Zoras unseren letzten König. Dafür haben wir einen Fisch, den wir einfach so lange füttern, bis er nicht mehr aus der Höhle rauskommt. Ach, der Arme. Ah, der tut mir immer noch leid. Ja, ist klar, wenn der nur da sitzt den ganzen Tag. Diese Schmerzen. Das ist mein Ende. Welche Tragödie, dass die königliche Familie innerhalb einer Generation ausgelöscht sein könnte. Diese grausamen Schmerzen. Ja, ich könnte dir gerne helfen. Das Antlitz König Zoras ist von Schmerz erfüllt. Ja, das weiß ich. Hallo, ich würde dir gerne helfen. Ja, aber wenn du immer dasselbe sagst... was soll ich hier jetzt schon wieder machen? Diese besondere Heilmittel, die sogenannte Magieflasche, würde König Zora vielleicht genesen lassen. Doch wo findet man einen Magier, der ein derartiges Fläschchen herstellen kann? Ach, Herr Jemine, jetzt muss ich eine Magieflasche kaufen. Die ist doch schweineteuer, oder? Boah. Und vor allem, wo konnte ich die kaufen? Ah, ich weiß. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, gut, hier ist ein Baum mit Sturmkernen. Der ist hoffentlich mit Sturmkernen erreichbar. Aber sollte eigentlich schon. Weil normalerweise die Bäume sind ja alle mit Sturmkernen erreichbar, oder? Ja, sieht gut aus. Wir müssen... Genau, wir gehen mal hier zum Südstrand, ja. Das Gute ist ja jetzt, wir können ja jetzt überall uns teleportieren. So, natürlich rüsten wir das mal aus. Und ich bin schon wieder am krepieren. Wo ist der Opa hier hin? Da war doch früher immer einer. Ist das hier drin? Die Schießbude. Nee, danke. Ich mag das Spiel nicht. Ich finde das Spiel richtig schlecht. Sorry. Gefällt mir gar nicht, tut mir leid. So, wir wollten eigentlich, ja, ist eigentlich egal, wo ich mich teleportiere mich hier mal schnell. Flupp. Denn wir müssen zum Friedhof. Ja, in die Gegenwart. Nein. Verdammt. Okay, da war wohl ein Baum im Weg. Naja, versuchen wir es hier nochmal. Ja, ich meine, ich stelle mir das immer schwierig vor, hier zwei so Welten hier so miteinander zu verknüpfen oder beziehungsweise so zu präparieren,
dass hier auch an den Übergängen überall alles passt und vor allem dann auch mit diesem Warps. Da kommt ja noch, oh, jetzt sind die ganzen Tiere wieder da. Ich will eine Prinzessin sein. Das ist dann wohl der Prinz da oben, oder wie? Wir werden ein neues Paradies errichten. Ja, und vor allem, dass man eben bei diesen Übergängen, dass das alles passt. Weil wenn ich hier nach unten gehe und dann ist hier, wo Link jetzt gerade steht, versehentlich ein Baum gesetzt, ja, dann hat man dann ein kleines Problem. Weil dann steckt Link in dem Baum fest. Wenn man dann auch noch diese Teleportationsgeschichten hat hier zwischen zwei Welten, es erschafft dann natürlich nochmal eine gewisse Komplexitätsebene, ja. Also, und da muss ich schon sagen, weil wenn ich mir jetzt denke, ich teleportiere mich zum Beispiel hier, ja, es könnte ja sein, dass das in der anderen Welt ein nicht erreichbarer Fleck ist, der aber trotzdem normale Erde ist, ja. Und dann würde ich da herumlaufen können. Und das ist eben wirklich schwierig, dass man solche Stellen dann auch wirklich richtig befüllt, dass man sich da eben nicht versehentlich hin teleportieren kann. So. Ich bin die große Hexe Syrup und das ist mein Fläschchen. Schau, bringe her, was du willst. Ist das jetzt eine Magieflasche? Magische Flasche. Ja, ist okay. Syrups Zaubertrink, du. Sehr praktisch, wenn deine Herzleiste erschöpft ist. Okay. Okay, jetzt muss ich nur... Das ist jetzt... ich fülle mich jetzt lieber mal auf, weil das wäre jetzt blöd. Die kostet 300 Rubine. Ich wüsste im Leben nicht, wo ich 300 Rubine auftreiben könnte, falls ich die jetzt versehentlich verwende, ja. Drum werde ich mich eben jetzt hier mal kurz auf... Ja, ich wollte eigentlich Herzen haben. Ja, obwohl, ist ja eh nicht weit, ne? Machen wir mal wieder andere Welten. Ich bin ja gespannt, wo wir da rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob ich in der anderen Welt da schon war. Und eins weiß ich auch, auf dem Berg. Okay. Okay. Das ist ja cool. Eine seltsame Macht hat dich zurückgeschickt. Das ist ja cool. Okay. Also, das war jetzt ein Ort, den wir... Das gefällt mir jetzt richtig cool. Richtig gut. Das war jetzt ein Ort, den wir in der anderen Welt noch nicht erreichen dürfen. Ja. Und da hat uns der einfach zurückgeschickt. Ist das generell so, wenn ich mich hier von dieser Welt in einen Screen in der anderen Welt teleportiere, den ich noch nicht erreicht habe? Obwohl die Musik war ja auch anders. Hm. Na, egal. Aber das finde ich sehr durchdacht alles. Ach ja, und jetzt bin ich hier im Meer. Das ist schade. Ah, und jetzt, Moment mal, jetzt gehen wir mal hier rein. Wolltest du den Witz haben? Nicht, oder? Wie ich doch Geruch und Klang vermisse. Vor langer Zeit, ja, Zora, Musiker, bla 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 bla. Irgendwo braucht ihr doch da ein Kind oder so einen Witz. Jetzt wartet mal kurz. Machen wir mal schnell die andere Welt wieder. Ach ja. Ich dachte mir jetzt eigentlich, ich komme hier irgendwo am Strand raus. Aber ist nicht so, nein. Das ist überhaupt der... Moment mal. Teleport. Ja, ich mache schon wieder Sachen, die ich nicht machen soll. Ich habe auch das 300 Rubine teure Magiefläschchen mit dabei. Oh. Ja. Ist definitiv besser so. Ah, nun gut, nun gut, nun gut. Ich wollte ja eigentlich zum Strand gehen. Ah, Tingle ist hier. Sehr schön, ich hasse Tingle. Wer mag eigentlich Tingle? Hände hoch. Und schämt euch dafür. Nee, ich meine, muss man sich natürlich nicht schämen. Aber ich mag Tingle nicht. Vor allem, ich fand die Idee irgendwie so blöd in Majora's Mask mit den Karten, dass man die von Tingle... Ich meine, die Idee an sich, okay, ja, macht Sinn. Weil Karten einfach so haben... Ist nicht, ja, aber... Ah, dieses Schwimmen, ich werde das nie lernen. Aber ich mag das trotzdem nicht. Ach, heutzutage bin ich immer so schnell erschöpft. Ist es das Alter? Nee, das ist ein langer Bart, Freund. Ja, die haben wir auch schon beglückt mit unserer Maske. Der Witz. Wo brauchte ich den Witz? Was bist du für einer? Hütte des Allwissens. Ach so, nee, das ist dieses Tutorial-Hütchen. Nee, ist mir jetzt egal. Wir sollten schnellstens unsere Mission fertigstellen. Also weiterführen. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Ich wollte eigentlich nur mal eben eine Stunde aufnehmen. Jetzt sind schon wieder 1,5 Stunden. Dann... Nein, genau den Stein wieder erwischt, ja.
Ja, dann ist wieder alles asynchron und Lost Frames und lauter so ein Zeugs und naja. Ja, ich schnipple ja dann gerne wieder ein paar Frames rein und raus und überhaupt. Das mache ich ja gerne, ist ja nicht so. So. Und hier setzen wir jetzt schnell den Kern. Ja. Nein, stopp, lass das. Das war doof. Boah, hier könnte ich eine Situation erschaffen. Achso, nee, der Baum wächst ja erst nach... Oh. Das wäre jetzt witzig, wenn genau in dem Moment jetzt der Baum wachsen würde. Dann würde ich mich hier für immer zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her teleportieren, bis ich weinend vom Spiel gelöscht werde, quasi so. Ja, da hinten waren wir, in diesem schwarzen irgendwas. Boah, ich muss hier echt einmal die Goronenberge nochmal durchschreiten, hier mit dem... mit dem neuen Teleport-Dings. Und ich merke gerade... Nee, ich merke nichts. Vergesst es. Warp. So, gut, wir haben dieses tolle Fläschchen jetzt. Das geben wir natürlich ganz, ganz schnell dem Zora-König, damit er auch überlebt und uns dann den Schlüssel hoffentlich gibt. Für die Bibliothek. Auf da. Na, Zora? Diese besondere Heilmittel, ja, bla bla bla. Ich hab das Ding dabei, Freundchen. Na, dann geben wir es ihm den Zora direkt. Hallo. Hallo. Dieser Schmerz, das ist mein Ende. Tragödie, Familie, Generationen. Gibst du ihm die Magierflasche? Ja, okay. Hier, guckst du, hat 300 Rubine gekostet. Ich will das Geld haben. Das ist eine Magieflasche. Das ist mir nicht geheuer. Doch wenn ich sterben muss, kann es kaum noch schaden. Schmeckt zum Kotzen. Liebe Leute von Nintendo, sowas schreibt man bitte nicht in ein Spiel von euch rein, okay? Doch es wirkt. Das blaue Blut ist gerettet. Wer bist du? Ah, nun, vielen Dank, Link. Das verschmutzte Wasser, das von Osten herströmt, muss mich krank gemacht haben. Ich werde dich nie vergessen. Was ist dein Anliegen, Link? Wie? Ein großer Fisch? Du meinst wohl Yabu Yabu? Yabu Yabu ist der Behüter von uns Zoras. Ihn als Fisch zu bezeichnen, ist beleidigend. Hüte deine Zunge! Ja. Okay, egal. Gut, also er wird uns unsere Hilfe nie vergessen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass wir natürlich wieder in die andere Zeit reisen müssen. Um ihn und hier von Osten her... Ja, nee, wartet kurz. Ich muss mich ja Zeit switchen. Und hier von Osten her soll irgendwo unreines Wasser kommen. Habe ich nicht mitbekommen. Kommt das aus, vielleicht aus der Bibliothek? Ah, stimmt, keine Session. So, und wir switchen in die Gegenwart. Hey, Gegenwart, Spaß. Ja. Zeitstrahl. Hui, flipp.